Servus. Geht der Ton? Ja, der Ton geht. Ihr seht es, ich mache eine kurze Pause. Ich habe hier einen richtigen Testmarathon hinter mir. Und jetzt kommt ein Teil, da warten schon ganz, ganz viele drauf. Wirklich viele. Ich sage mal ein bisschen was dazu. Weil das würde ich jetzt kein zweites Mal von unten wiederholen. Erst beim großen Testlauf, wo ich alle gleichzeitig probiere, in einem Video mein Endresümee im Prinzip abgebe, werden wir das nochmal durchführen. Ich habe wirklich mit sämtlicher Technik aufgefahren. Drucksublimatoren, also alles, was elektrisches rein, feuert rein, auf ein paar Sekunden sind, würde ich unter die Kategorie Drucksublimatoren führen. Und dann gibt es ja noch die andere große Sache, also unter den Drucksublimatoren gibt es da noch einen Unterschied, Strom- und Gasbetrieben. Habe ich beides gezeigt. Ich werde auch noch weitere testen. So, und jetzt sind wir bei den Stöfchen. Es gibt natürlich auch noch wie den, wie heißt der, Elfranz-Eder, keine Ahnung, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Oxomat. Es gibt noch Oxomat, wo man drauf sitzt, werden wir auch noch testen. Werde ich auch noch zeigen. Ja? Definitiv. Aber jetzt gehen wir mal von der Technik komplett weg. Wirklich komplett. Und ich habe den Test auch schon gemacht und ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert. Wir machen jetzt das, wie sagen wir so schön, wie sagt es der Martin vom Team, Pia Aumeier, wie hat er zu mir gesagt, wenn wir uns unterhalten, die Heroin-Variante. Ja, er hat ja recht, weißes Pulver, ja, sieht ja wirklich so aus. Ist es aber nicht, aber ich habe jetzt mal so ein Stöfchen nachgebaut. Einen kleinen Tipp, wenn ihr sowas bauen wollt. Ich werde auch noch ein Video machen, wie man das Ganze nicht mit Holz und Eisen baut, sondern aus Beton, Gips, Fliesen. Aber mir ist wichtig, dass ihr das so baut, dass es sicher ist. Aber dass es auch funktioniert. Dass wir wissen, von was wir reden. Ihr könnt jetzt keinen so einen Billiglöffel nehmen, der so fast kein, nur so ein dünnes Blechlein ist. Diese funktionieren sehr schlecht. Bis gar nicht. Also das ist ein richtiger Eisenlöffel, ja, aus rostfreiem Stahl, aus Edelstahl. Der funktioniert tadellos. Da habe ich hier so eingenutet. Ja. Und der Abstand sollte auch nicht so hoch sein. Bloß haben wir jetzt mal hier so. Ja. Da gibt es aber noch vielleicht ein Bauvideo dafür. So, perfekto. Ja. So, ich habe dieses Teil getestet von unten. Ja, jetzt haben viele, oh Gott, ja, das macht keinen Sinn. Ja, ich gebe euch recht. Es macht auch wirklich keinen Sinn, dass ich diese Teelicht-Variante wie von unten einschiebe und ob das funktioniert. Aber ich habe das für mich gemacht. Ich werde das jetzt heute nicht machen in dem Video. Wir werden von oben das Ganze machen und der Aufbau ist wie gehabt. Zage, Folie mit Loch, Zage, Folie mit Loch, Zage. Okay? Das ist der ganz normale Aufbau und werden wir von oben machen. Ich habe es von unten gemacht, also hochgehoben, da unten reingestellt in meinen Hochboden und habe das verdampfen lassen, sublimieren. Und ich war erstaunt. Das kam bis nach oben, hat sich die Oxalsäure richtig schön gleichmäßig verteilt. Und ich glaube, weil dieser Wärmestrom durch diese Kerze ja diesen Luftstrom erzeugt nach oben. Und somit hat es das richtig schön mitgezogen. Und deswegen, also es hat von unten funktioniert. Und auch alle anderen. Ich werde auch noch zeigen, ganz normale Pfannenverdampfer. Aber ihr wisst, die Pfannenverdampfer ist die Verteilung. Bis jetzt, muss ich ganz klar sagen, haben die Pfannenverdampfer von der Verteilung in einem Volk, also in einer Kiste, wo keine Bienen sind. Die Bienen ventilieren, das sage ich ja immer dazu. Die unterstützen das Ganze ja. Die helfen ja mit bei der Verteilung. Das Flugloch ist ja zu, unten der Boden ist zu und dann ventilieren die. Und ja, dass überall das Zeug ist. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal von oben an und da können wir auch mal schön zuschauen, ja, durch diese Glasscheibe, weil es sehr dicht ist. Wie was passiert im Inneren, wenn sowas sublimiert. Und mich interessiert jetzt natürlich, wie sieht es aus von oben? Weil mit dem Varox Eddy sublimieren wir ja von unten oder mit den klassischen Pfändchen sublimieren wir ja immer klassisch von unten. Und da weiß ich, das funktioniert tadellos. Ja? Aber mich interessiert jetzt, was sagen die Pfannenverdampfer, und da ist auch der Varox Eddy, den werden wir auch da testen und auch die normalen Pfännchen, weil ich habe das extra so gebaut, dass man immer von oben, von unten und von überall probieren kann. Wie funktioniert, wie sieht das von oben aus? Ja, das machen wir jetzt. Und da bin ich gespannt. Aber wie gesagt, von unten
top. Also wirklich absolut gleichmäßige Verteilung. Das war übrigens das erste, was ich getestet habe mit diesem Teil. Und ich war wirklich sehr erstaunt. Aber es gibt auch Sachen, die mir nicht gefallen. Vielleicht sehen wir sie sogar und dann reden wir drüber, hätte ich gesagt. So, ihr seht es, wir haben heute ganz schön getestet. Ja. Wir haben hier, das Glas war voll. Das war voll. Also, da wird noch einiges kommen zu diesen Tests. Weil, wie gesagt, ich persönlich habe ja nicht die Erfahrung, weil ich einfach vom Sublimieren. Aber, was ich sehr gut kann, analysieren. Ja, wie verteilt sich was? Wie verhält sich was? Und da muss man ganz klar sagen, das kann ich gut. Ja. Und so suche ich auch für mich meine Lösungen. Ja. Das ist eigentlich so. Aber jetzt muss ich noch Maske und dann legen wir mal los. Feuerzeug muss ich auch noch holen. So, die Sonne kommt raus, optimal, ja, für unser Experiment. Ich muss schnell noch hier ein bisschen umstellen, weil ich will ja natürlich auch den Temperaturfühler wieder anbringen, weil wie viel Abwärme haben wir? Ja, das interessiert mich. Also muss ich erstmal kurz mal hier. Ja, die brauchen wir jetzt gar nicht auch hier reinstellen. Das passt. So. Normalerweise hat man ja bei der Stöfchenmethode eine Leerzeige, wo man das Ganze reinstellt. Ja. Hey! Da fliegt die Kamera durch die Gegend hier. So, dann das Ganze natürlich, ich bin jetzt ein bisschen benachteiligt, weil ich muss das Ganze hochheben zum Einfädeln. Aber normalerweise zündet man das ja an und stellt es einfach rein. Da muss ich ganz schnell einhaken. Ich habe den Löffel ein bisschen präpariert im Boden. Da gehen nicht mehr so voll die 5 Gramm rein. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Dass das für mich halt passt, dass ich wirklich das schön dosieren kann. Dass ich immer so auf 2,5, 3 Gramm hin dosiere. Ja, bei jedem Testdurchgang werden 2,5 bis 3 Gramm sublimiert, egal bei welchem Gerät, dass man einfach auch das vergleichen kann. Außer bei den Drucksublimatoren habe ich ja, wie wir in den anderen Videos sehen, ein paar Mal danach gemacht und da teilweise 6 bis 7 Gramm sublimiert, dass ich das komplett verteilt hatte. Und ja, dass man da so ein bisschen weiß, ja, wo die Reise hingeht. Der größte Vorteil ist an dieser Methode, also man hat wirklich Zeit. Ah, jetzt ist das Thermometer leider nicht so schön. Aber Kerze brennt. Ja? Die Kerze brennt. Man hätte jetzt den Vorteil, man kann jetzt gemütlich weggehen. Ja, man sieht, da startet noch gar nichts. Und das ist jetzt was zum Beispiel, wo ich sagen muss, was für mich schon ein Kriterium ist. Ja? Das ist ja das gleiche auch beim Varox Eddy, dass man den im Prinzip autark weggehen kann. Nachteil ist hier natürlich ganz klar offene Flamme. Ja, ja, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich mache jetzt ganz bewusst keinen Cut, ja, dass man das mal sieht. Flamme brennt aber schön, also die Kerze brennt wirklich schön. Da müsst ihr aufschauen, weil es gibt manche Kerzen, die brennen da einfach nicht lang genug. Ich setze mal die Brille wieder auf. Ja, jetzt merkt man, jetzt beschlägt hier das Glas leicht. Ja. Und die Ränder vom Löffel beginnen auch langsam. Es beginnt langsam zu dampfen. Ja. Das ist halt, jetzt gehen wir mal weg hier. Das finde ich ist das größte, der größte Vorteil an diesen Systemen, weil man, warte mal, ich muss hier festmachen, weil man einfach weggehen kann. Ja. Man kann aus der Gefahrenzone sich entfernen und es geht sehr gemütlich. Ja. Ist wirklich
Ja? Also muss ich ganz ehrlich sagen, das System ist ja dicht. Ich schau mal. Oh, jetzt beginnt's. Jetzt beginnt's. Ich schau mal, ob ich es euch von vorne zeigen kann. Oh, wir müssen das Flugloch noch verstopfen. Jupp. Beeilung. Go. So. Oh, herrliches Wetter jetzt. Perfekt, weil ich habe da hinten Volk. Da muss ich jetzt dann einen Noteingriff starten, um dem Volk zu helfen. Ja. Oh ja. Ich hoffe, man kann sehen, es blubbert schon. Aber verdampfen tut noch nichts. Ja. Also eher so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, jetzt beginnt's. Jetzt beginnt's. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis es richtig losgeht. Ja. Eine Biene fliegt um mich herum. Oh, jetzt sehe ich gleich von oben nichts mehr. Und man sieht auch, also es ist so gut wie kein. Ah, das ist gut mit der Sonne. Das würde man dann jetzt sehen. Oder? Ist gut für. Also für mich ist es jetzt gut. Oh ja, wenn ich es so mache, ist es auch für die Kamera gut. Also wir sind noch nicht so, dass wir sagen, es verdampft. Ja. Ja, man sieht, es blubbert. Also es ist im flüssigen Zustand. Es tut mir jetzt leid, wenn ich hier hin und her laufe, aber mich interessiert das selbst sehr stark sogar. Ja, jetzt nimmt der Rauch zu. Enorm sogar. Aber alles in einem sehr, wie soll ich sagen, gleichmäßigen Ablauf. Wir haben hier schon Rauch. Warte mal, hier ist die Lampe. Ich weiß, jetzt seht ihr es hier. Wir haben auch hier schon Nebel. Also, wir haben tatsächlich, nein, hier unten noch nicht, aber wir haben, was klar war, erste Zeige haben wir und zweite Zeige haben wir auch Oxalsäure. Immer auf die Lampen schauen, schaut auf die Lampen. Wenn nicht, werden wir das beim großen Test abends machen. Ja. Und es verdampft immer noch schön gleichmäßig. Das Thermometer ist leicht versetzt. Also ich finde es sehr erstaunlich. Jetzt sieht man hier fast gar nichts mehr in der Zeige, in der obersten. Also in der obersten Zeige sieht man so gut wie nichts mehr. Hier auch nicht mehr. Hier wird der Nebel auch immer dichter. Und ja, man sieht ihn jetzt auch hier. Das ist immer sehr blöd zu filmen. Aber auch hier ist er jetzt ganz leicht hier. Aber er ist ja immer noch dabei. Ja. Ja. Entschuldigung, jetzt bin ich am Knopf gekommen. Von oben filmen kann man nicht mehr sparen, weil hier sieht man eigentlich nichts mehr. Hier sieht man nur die Wärmeentwicklung am Glas. Da kann man jetzt auch nicht mehr so richtig danach gehen, weil ja jetzt hier die Sonne drauf scheint und das ist ja jetzt wie so ein
Gewächshaus. Aber sehr erstaunlich, ja. Es funktioniert. Ja gut, das kann man jetzt sparen, da sieht man jetzt gar nichts mehr da oben. Also hier in den Bereichen sieht man wirklich nichts mehr. Hier unten, da ist es jetzt, da wird es jetzt auch immer dichter, der Nebel. Ja. Seht's? Und auch hier fällt er runter. Also auch hier. Jetzt lasse ich mal das Flugloch offen, sogar, weil vielleicht sieht man es dann besser, wenn hier der Nebel rauszieht. Und ich glaube, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt ehrlich sein darf, ja, ich glaube, dass bei diesem System, hör mal, ich lasse die mal hier stehen, nee, bleibt nicht stehen hier, ja. Mist, also mal runter. Der Wind geht auch da lang, das passt. Ich glaube ganz ehrlich bei diesem System, dass man auch das Flugloch gar nicht verschließen muss. Ja? Weil man sagt ja, während der Behandlung soll man das zulassen um 15 Minuten, solange die Behandlung läuft. Und ich glaube, weil das läuft ja, also diese Behandlung dauert, ich vermute mal, ich schalte ja wieder ein, wenn es durch ist, so 15 Minuten. Ja, 10 bis 15 Minuten. Und dann setzt sich das Ganze noch, also das ist halt von der Verteilung her sehr kontinuierlich über einen sehr langen Zeitraum, also vergleichbar zu den anderen. Und ich glaube, das ist der größte Vorteil von allen Pfannenverdampfern. Das ist diese gleichmäßige, langfristige Verteilung. Ja, ich schaue jetzt rüber, ob ich dann was sehe, ob es über das Flugloch, ob was ausdringt. Ja. Ich lasse die Kamera weiterlaufen, ich mache nur Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Wenn ich aber dahin gehe, Maske drauf, ja. Brille drauf. Die Sonne spielt mir jetzt nicht mehr mit, aber es ist definitiv hier. Die Frage ist natürlich, wie lange läuft dieser Löffel? Und ich hätte jetzt einfach gewartet. Man sieht nämlich hier jetzt richtig schön, wie so die Nebelschwaden weggehen. Ja. Das heißt einfach warten. Ja? Seht ihr das? Hier drückt es raus. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist wirklich. Hier drückt es auch raus. Ja? Also, wir sehen. Also eins sehen wir definitiv jetzt schon mal, dass alle Stöfchenverdampfer, ich muss es schon mal runter tun, dass alle Stöfchenverdampfer es schaffen, die Oxalsäure wirklich in die kleinste Ritze in der Beute zu bringen. Und das ist schon krass, das ist wirklich krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich mir das so gebaut habe. Das ist Wahnsinn, jetzt setzt da oben gerade der Flug ein, der Bienenflug, weil es so schön ist. Ich hätte es wirklich, wirklich, aber wirklich, ganz ehrlich, nicht gedacht, dass sich diese Tests so entwickeln.
Das ist ein guter Vergleich, wie die Wette mit dem Igel und den Hasen. Kennst du die? Ja? Schnell ist nicht immer gut. Ja, der Wind geht da rauf, in die Richtung. Jetzt hoffe ich, dass dann, ich bin gespannt, wie lange das dauert mit der Kerze. Also der größte Nachteil an der Kerze ist, weil es eine Kerze ist und dass da nichts das Brennen anfängt. Das ist halt wirklich eine offene Flamme und es ist unkontrolliert im Prinzip. Man sieht ja nicht rein, ja. Man sieht ja wirklich nicht rein. Und man muss wirklich einfach warten, aber es kommt jetzt überall raus. Oben, unten. Also aus allen Ritzen. Es zieht Gott sei Dank in diese Richtung. Ich muss nur aufpassen, dass der Wind nicht dreht. Sonst stehe ich da mittendrin. Ich schaue jetzt mal wieder oben, ob sich das Ganze jetzt mal höher stellen. Ob es jetzt schon aufgehört hat. Ja, also es sieht aus, als ob keine neue Oxalsäure nachkommt. Ja. Also es sieht wirklich so aus, als ob nichts Neues nachkommt. Sprich, die Oxalsäure setzt sich jetzt eigentlich nur noch. Umso höher man geht, ist der Nebel natürlich stärker. Aber hier zählt das Ganze ja wieder, wie es verteilt wird. Aber ich muss sagen, für das, dass da wirklich keinerlei Technik dahinter steckt, Wahnsinn. So. Normal lässt man das Ganze ja drin, also wir sehen, ich würde da schon 30 Minuten warten, bis das rum ist. Aber man merkt hier, hier wird schon sehr warm. Mal schauen, ein Bild kann ich machen mit dieser Wärmebildkamera. Und sogar bei dieser Wärmebildkamera habe ich geschaut, so günstig wie es nur geht, mit der besten Qualität, nur leider. Für den normalen Gebrauch in der Imkerei super. Ja, da muss ich ja nicht filmen. Ja, da will ich es ja noch anschauen und vielleicht mal ein Foto machen. Da ist es richtig cool. Aber ich will ja für euch gerne filmen und deswegen schicke ich die zurück und besorge mir eine andere. Grad, ja. Genau, was das Thermometer eigentlich anzeigt. Wie gesagt, da könnt ihr euch schon drauf freuen, auf dann wieder eine neue Option, wieder noch genauer ins Detail können wir dann gehen. Und ja, wie gesagt, wenn es interessiert, ihr könnt es da gerne mal in die Kommentare schreiben, dann stelle ich diese Kamera vor. Die ist ja wirklich nicht teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit dem, was ich normal arbeite, bin ich im vierstelligen Bereich und hier sind wir im unteren dreistelligen, was mich wirklich gewundert hat und deswegen wollte ich es für mich schon ausprobieren und ich finde es super, muss ich ganz ehrlich sagen. Und schauen uns das mal an, wie das Stäbchen jetzt aussieht. Jetzt raucht es natürlich raus. Liebe Zuseher, nicht nachmachen. Aber jetzt sieht man mal, wie sich das da drin verteilt hat. Ja. Jetzt nutze ich den Kamineffekt im Prinzip und lasse die einmal durchspülen. Ja, interessant, sehr interessant. Es ist nicht ganz alles. Und das ist noch ein kleiner Nachteil, weil sich ab und zu wie so kleine Brücken bilden. Ja. Und dann bleibt ein bisschen was stehen. Das ist aber sehr, sehr minimal, muss man auch dazu sagen. Das ist wirklich sehr, sehr minimal, was da zurückbleibt. Und von dem her, ja, man, nicht dramatisch. Aber nehmen wir das Ganze mal mit. Ja. Machen wir die Kerze weg.
Da hat sich so eine kleine Brücke gebildet, da wo es dann nicht verdampft ist. Ja. Das ist aber nur noch ganz dünn. So, das war das Stäbchen. Wahnsinn, wir haben jetzt herrliches Wetter. Die Bienen fliegen, wie wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Ich habe gerade gesehen, da vereinzelt tragen sie wirklich Pollen ein. Das passt für mich perfekt. Ich habe da hinten Erfolg. Da muss ich jetzt ran, da mache ich auch ein kleines Video über das Ganze. Aber jetzt nochmal auf das Stöfchen und das Sublimierer-Experiment, ja, die vierte im Prinzip. Schreibt es in die Kommentare, wie gesagt, was ihr davon haltet. Wie fandet ihr allgemein bis jetzt diese Testreihe? Ich finde nämlich schon, dass es, und mir geht es auch gar nicht um die Sache, also um das Gerät an sich, sondern mir geht es um die Sache, wie es funktioniert. Ja? Wie das Ganze funktioniert. Ich werde nicht jede Beipackzettel durchlesen. Für mich interessiert das Praktische, ja, wie es nach außen hingeht und wie verhält sich das Ganze in einer Kiste, im Bienenvolk. Und da muss ich sagen, suche ich für mich eigentlich eine Lösung. Also, ja, ich nehme euch mit, weil ich es gern tue, aber ich suche für mich eine Lösung. Und was für mich das Beste ist, ja, wie sich das Ganze verteilt. Und da muss ich ganz klar sagen, ich war böse am Zweifeln, ob ich nicht vielleicht doch auf einen Drucksublimator umsteigen soll, beziehungsweise ich habe ja einen und ich habe ja auch den Varox Eddy. Ich habe mir wirklich kurzzeitig, ich habe mir wirklich überlegt, aber noch muss ich ganz klar sagen, da draußen, ich bleibe bei dem Pfännchen, also ich bleibe beim Eddy und ich bleibe beim Eddy oder beim Stöfchen. Eddy, Stöfchen oder Träufeln. Und wenn dann eine Sonderbeute ist, dann würde ich den mit Gas bevorzugen. Das wäre jetzt so im Moment meine Abstufung, weil es einfach für mich das Paket, das Gesamte einfach dann passt, ja, stimmig ist. Sicherheit, schonend, leicht anzuwenden, verzeiht Fehler. Und da muss ich ganz klar sagen, bin ich immer noch bei der alten Meinung, wie ich es auch schon vor ein paar Tagen geäußert habe. Und jetzt bin ich raus, jetzt sage ich Tschüss. Und wie auch bei den anderen Videos, wenn jemand in der Nähe wohnt und will gern zu mir und will gern, dass mir sein Gerät, was er hat, hier auch testet, dann bitte melden, meldet euch, machen wir sehr gerne, dann testen wir das Ganze und kriegen wir rum. Ja? Weil das hilft ja allen, das hilft ja allen. Man kauft da nicht irgendwas, was vielleicht gut aussieht, aber nichts bringt. Oder versteht ihr? Ja, wir können ja aus den Fehlern von anderen lernen. Das ist ja auch der Grund, wieso ich auch Sachen zeige, wenn es nicht so klappt, wenn es mal nicht nach Plan geht und wenn mal was schief geht. Weil ich glaube, wenn man was verbockt, lernen die Leute mehr daraus, wie wenn man immer, ja, wenn man immer nur alles auf perfekt trimmt und cuttet. Und das ist ja auch der Grund, wieso ich hier mit Uncut arbeite, ist ja auch häufig, habe ich auch nicht nötig, ja, und will ich ja gar nicht. Jetzt sage ich ja wirklich Tschüss, ciao, ich genieße ganz kurz die Sonne, räume hier ein bisschen auf und dann muss ich das Bienenvolk da hinten machen. Weil sonst, glaube ich, schaffen die den Winter nicht. Ja? Ciao.